Atalina ganz stark jetzt. Übernimmt die Spitze und kann sich absetzen. Atalina macht das Rennen. Atalina gewinnt vor Altamonte. Eyes on me. Die Dortmunderin wird noch Dritte. Die letzten Meter, Leonarda. Schon mal hier in Dortmund vor 2 Jahren gewonnen mit der heutigen Lilly. Marie Engels, Melusina aber jetzt Zweite. Setzt doch mal nach. Leonarda, Melusina wechselt nach innen. Will noch eine Überraschungsattacke starten, aber die wird gekontert. Leonarda gewinnt vor Melusina. Die letzten 200 Metern, Mockingjay geht nach vorne und da gibt es eigentlich keine Opposition. Mockingjay geht auf und davon. Mockingjay gewinnt dieses Rennen hier sehr, sehr leicht. Mockingjay heißt der Sieger. Noch 200 Meter, Makan mit Lilly Engels. Immer noch mit 4, 5 Längen vorne vor Chargino. Innen kommt Tom Chep, Tarantella in der Bahn mit, aber Makan bringt ihr Geld nach Hause. Makan gewinnt. Der Magic Kerküs ist vorne mit Außen Opens Art, Magic Kerküs, Casino Master zwischen den Pferden mit Sequel, Außen Opens Art, Magic Kerküs an der Innenseite, Sequel und Casino Master, Magic Kerküs Startziel, Magic Kerküs wird gewinnen mit Lilly Marie Engels. Morn ist vorne, Laurin wird stärker, dahinter Koren, aber Come On Morn auf den letzten 150 Metern. Come On Morn wird gewinnen, dahinter ist es Koren oder Laurin. Come On Morn ist zu Hause, Koren ist zweites Pferd, dahinter Laurin. Alba will vor Julio, dahinter Lamia mit Saxonia, mit Ikian und außen Cesaplana. Vorne aber Alba will vor Julio, Alba will die letzten 100 Meter, Alba will 3, 4 Längen vor Julio, dahinter Saxonia im Kampf mit Lamia, aber vorne ist Alba will und sie gewinnt ihr drittes Rennen in diesem Jahr. Alba will gewinnt vor Julio. Und Oxbridge Blue mit dem Kommando vor Anna-Sophie, Oxbridge Blue und Oxbridge Blue wird nach Hause kommen. Oxbridge Blue gewinnt vor Anna-Sophie, dahinter dann Klapperlenk. Winter Schiegen hat jetzt einen Vorteil, Besuch gibt es ja noch nicht geschlagen, aber das Chef ist Dritter vor Panik Villas wahrscheinlich, aber vorne und jetzt ist Vincent Schirgen vorn. Modiv kämpft, aber Vincent Schirgen gewinnt sein erstes Rennen im Dunabad. Dahinter Vesuv, tapfer, großartig, Zweiter. Epaco vor Perles King, Epaco gewinnt wahrscheinlich wieder ganz weit außen, kommt auch noch Antonia Bella angeflogen, aber Epaco auf den letzten 100 Metern, Epaco vorne, Epaco dahinter, Innenschalke oder außen, Antonia Bella, dazwischen Perles King, Epaco gewinnt vor Antonia Bella.